Das große Finale bei South Park, der Stab der Wahrheit. Glaube ich zumindest. Weit kann es nicht mehr sein. Und was für eine Szene gerade eben. Das ist ja, das war ja der Hammer. Welcome, weary adventurers. Da brauchen wir nichts. Oh, jetzt haben wir nicht mehr zugehört. Give us a stick, Princess Kenny. You don't want to go down like this, Beth. aus dieser Dreierfolge. Ja. Der Konsolenkrieg. Da geht das los mit dieser ganzen Princess Kenny. Erstmal die Plagen. Ja, jetzt sieht man auch wieder das Licht. Mhm. Wer weiß, was da los war. Der kämpft gar nicht mit, oder was? Der böse Regierungstyp. Der steht da nur so, oder wie? Ganz anscheinend. Was ist rechts? Ach, das ist auch nicht so spannend. Show them, Princess Kenny! Da hat der Chefkoch aber mehr gehabt, ne? Na, Kenny, das gleiche Übel wird wohl nicht viel werden. Einmal darf er noch. Oh. Ja, aber schon Schluss. It's all over, Princess Kenny. Douchebag is too powerful for you. Oh oh. What's she doing? No, Kenny, don't drink that. Okay. Vernichtet die alliierten Streitkräfte. Oh, oh. This is it, King Douchebag. The final battle. Your buddies stand with you. I will just stand over here. Use your rainbow attack, Princess Kenny. Oh, jetzt hat's aber schon mächtig mehr. Die Fähigkeit, dass er Pfeilhagel macht, hat richtig viel Schaden. Ah! Na, so nicht. Also selbst wenn er wenig Schaden macht, macht er immer noch ganz gut Schaden. Oh, oh, oh. Erstmal einen Taco geben. Das ist aber lang. Mal die Plagen, genau. Überfallalarm. Neunzehntausend? Was war das denn gerade? Keine Ahnung. Ach so. Oh, no, you don't. Lucky shot, but no matter. Princess Kenny still has lots of tricks up her puppy sleeves. Ach, guck mal, jetzt kommen die alle rein. Ja. Super. Das war eigentlich eine ganz coole Idee. Use your rainbow attack, Princess Kenny. Der braune Ton.
Beste, oder? Sicher. Was 2000 war also viel. Hit them with the zombie vomit. Oh my god, you killed Kenny. Yeah, that. Oh, no wait, he's back. Use your rainbow attack, Princess Kenny. Everyone's a kid. She looks more dead than she was before. Kill her again. Und 30.000 inzwischen. Ja, sie kommt ja da immer wieder hin. Also. Ja. Oh oh. Na. Ah, dann hätten wir ihn mal wieder beleben müssen. Wobei es tatsächlich geht natürlich schlecht. Use your rainbow attack, Princess Guinea. Boah. Wir müssen aufpassen, dass wir jede Runde überleben. Wir können gar keinen. Klagen. Ja, oder? Nein! Achso, ich kann ja mal zurück. Hit them with the zombie vomit! Oh, fuck, ey. Jetzt muss ich mich aber heilen. Ja. Aber Kenny brennt immerhin. Ja, aber es ist trotzdem ein Teufelskreis. Was nehme ich denn? David-Schleuder? Ja, mach das mal. Macht man jetzt schon lange nicht mehr. Na, wir haben gleich die Runde wieder gewonnen erstmal. Das hat auch gut funktioniert, hast du gesehen? Ja. 12.000. Und ich glaube, dass das irgendwie... Oh, sehr gut. Dass es wahrscheinlich gemacht ist. Weißt du? Mit dem Wegsterben ist es... Ja, siehst du? So wie gescriptet. Use your rainbow attack, Princess Guinea. Sehr gut. Jetzt war die Wiederbelebung. Ja. So, und dann können wir mal austauschen dann. Ja, so viele stehen aber gar nicht mehr zur Auswahl. Na, ein paar auch schon noch. Schneidung. Ja, für den Debuff und das. Stimmt. Kann auch weniger Rüstung dann. Mhm. Hit them with the zombie vomit! Ah, sehr gut. Gucken, wie wir ihn austauschen können. Und Butter ist gut. You guys have been great. Yeah, I hope you fellas don't get angry, but I have to smite you. Hier ist mein Heiltrank. Jetzt wird's doch ein bisschen enger mit den. Ich nehme mal nochmal die Schleuder, die hat vorhin so gut funktioniert. Nächstes Mal, wenn wir am Anfang Zeit haben und uns trinken müssen, dann kann man so einen Tempotrank, weil die Reaktion hat. Die den weghaut. Ja. Death comes for you, Dragonborn. You'd better pray for a miracle. Da geht Bartos einfach mal weg. Ah, nee. Also hier. Foolish Princess Kitty. Do you not know that death is a servant of chaos? How can this be? I am Stan Marshwalker, brother of wolves and badgers. Well, that chaos energy is making me a little woozy. Ja, stopp mal. Nimm mal. Oh, sie hat eh nicht mehr viel, oder? Was? Du machst so einen Tempotrank mal. You've got this. Ich weiß nicht, ob der dann gleich mit weiter wirkt. Oder wie lange der Kampf halt auch geht. Welcher ist ein Tempo? Da. Hier, ah ja. Eine Aktion.
Er hat ja nur noch einen Punkt. Ja, das ist halt. Gucken wir mal nachher weiterkämpfen. Gut, machst du weiter. So, jetzt kommst du gleich wieder. Ja, ist doch. Ja, aber ich kann jetzt nochmal angreifen durch den Tempotrank. She doesn't stay dead, we can't beat her! Two, we're fucked! There's no way! There is one way! We're gonna have to break the gentleman's code! What? Carmen, you can't possibly mean... What other choice do we have, Cal? King Douchebag, you remember long ago, I made you swear an oath to never fart on anyone's body. Ha! Wusste ich doch! I'm asking you to break that oath. He's right, it's our only chance. Fart on Princess Kitty's balls, King Douchebag! Do it! Das macht man doch nicht. Now King Douchebag, fart on Princess Kitty's balls! What about the gentleman's oath? Ja, furzen. Drachenfurz. Den hier? Ja. What? We're back to normal. We're cured. We're all better now, Daddy. That's right, son. The Dragonborn must have farted on a princess's balls. You guys sure about this? There's no other way. It drove our friend to madness and nearly killed us all. Was ist mit unserer Figur los? So what do you guys want to play now? How about dinosaur hunters? Or pharaohs and mummies? Let's ask Douchebag. What do you want to play next, dude? Screw you guys. I'm going home. Wow, what a dick. Was war das da hinten? Man-Bear-Pick oder wie das Ding heißt? Nicht richtig gesehen. Das ist zu spät. Oh Mann. Was für eine geile Scheiße. So ein Quatsch. Was du kommst echt wieder Lust, geile Scheiße. Nochmal alles nachzuholen, was du mal verpasst hast. Hallo. Ach, super. Ja, wir haben immerhin noch einige Nebenquests. Ja, ja, ja. Also, die werden auch noch gemacht. Werden wir schon noch ein paar angucken, auf jeden Fall. Haben wir immer wieder versprochen. Ich wollte bloß halt die Hauptquest, weil die schon sehr cool war, die Hauptgeschichte einfach mal durchspielen. Aber ja, die Leute wollten ja ganz gerne... Gucken wir mal ins Questlog rein, welche das sind. Welche cool klingen, ja. Mal schauen. Es hängt ein bisschen davon ab, wie ihr Lust habt. Auf jeden Fall die für wir machen die mit Jesus und El Gore und gucken uns mal ein paar an. Könnt ihr auch schreiben, welche besonders gut sind vielleicht, welche ihr unbedingt sehen wollt von den Nebenquests. Und ansonsten werden wir es ja sehen. Wenn wir Spaß haben und ihr noch Spaß habt, machen wir schon noch einige davon. Ja. Das war jetzt schon der Abspann. Ah nee, wollte gerade sagen. Aber es ist ja jetzt kein richtiges Ende. Verabschieden wir uns nochmal kurz. Wir spielen, wie gesagt, noch weiter. Demnächst mit den Nebenquests. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, welche besonders cool sein sollen. Ihr kennt euch ja teilweise schon ein bisschen aus. Ja, und dann... Sag ich, sehen wir uns in der nächsten Folge. Genau. Bis dann.